Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute geht es um die Frage, wann sollte ein Junge beschnitten werden? Wir wissen, dass es im Islam Pflicht ist, dass ein Kind beschnitten wird, ein Junge beschnitten wird. Wann sollte das geschehen? Hier gibt es verschiedene Aussagen zu und ich werde dazu das Buch zitieren. Al-Ihtifalu bi Ahkam wa Adab al-Atfal, 40 Hadithen fi Sibyan. Ja, aus diesem Buch werde ich inshallah zitieren. Ja, und das ist Adil al-Ghamidi, hat dieses Buch zusammengestellt. Ja, es gibt hier drei Aussagen von den großen Gelehrten der damaligen Zeit, wann der Junge beschnitten werden soll. Al-Qawlu al-Awwal, an al-Khitan yakunu fil yawm al-sab' min wiladati al-mawlud wa istadallu bima. Das heißt, die erste Aussage ist, die Beschneidung soll am siebten Tag nach der Geburt sein, von der Geburt sein. Und sie haben argumentiert mit Ruya an Jabir ibn Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqana al-Hasan wa al-Hussein wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Das heißt, dass also für Hassan und Hussein, also am siebten Tag also geschlachtet wurde, also die Akika gemacht wurde, ja, und dass sie am siebten Tag beschnitten wurden. Das wird unter anderem von Tabarani überliefert, aber diese Überlieferung, dieses Ende, Khatanahuma li sabati ayyam, das wird als auch von einigen Gelehrten als unauthentisch erklärt. Qala Ahmad ibn Hanbal suhil an wab munabbi an dhalik fa qala innama yustahabbu dhalika fil yawm as-sabi li khaffatihi ala sibyan. Es ist also erwünscht, das am siebten Tag zu machen, weil das für die Kleinen leicht ist. Das ist übrigens auch die Sunna im Schäfi-Madhab. Lian al-Mawlud yulad wa huwa, also denn der Jugendliche, also das Kind ist geboren, hat noch weniger Schmerzen, sagen sie hier. Allahu alam. Tanbih heißt, also die machen auf etwas aufmerksam. Kara al-Hassan al-Basri wa Malik ibn Anas rahimahullah khitan al-Mawludi yawm as-sabi'. Also in Hassan al-Basri und Malik ibn Anas, also Imam Malik, sahen es als Makru an, am siebten Tag das Kind zu beschneiden. لِأَنَّ فِي مُشَابَهَةً لِلْيَهُود. Weil in dieser Sache eine Verähnlichung zu den Juden ist. Ja? So, das ist das Erste. القول الثاني يؤخر الختان عن المولود حتى يدرك ويقوى. Das heißt also, der Maulud, also das wird verspätet, bis das Kind also wahrnimmt und stärker geworden ist. An Said ibn Jubair, sein Schüler von Ibn Abbas, قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله قال أنا يوم إذن مقتون. Also ich war zu jenem Zeitpunkt beschnitten. Qala wa kanu la yahtatinu ar-rajul hatta yudrik. Und sie haben den Mann nicht beschnitten, bis er wahrgenommen hat. Also das männliche, den männlichen nicht beschnitten, bis er wahrgenommen hat. Wa mimman qala yu'akhir al-khitan al-mawlud hatta yablugh sab'a sinin fama fawq al-Layth ibn Sa'd wa Malik ibn Anas wa Zayd ibn Aslam rahimahullah. Und zu denjenigen, die gesagt haben, die Beschneidung wird bis zum siebten Jahr und darüber verschoben, gehört Layth ibn Sa'd, einer der großen Lehrer, Gelehrten aus Ägypten, der einen eigenen Madhab hatte, Malik ibn Anas, Zayd ibn Aslam, rahimahumullah. Ja? Al-Qawlu al-Thalith, und die dritte Aussage ist, inna ulaysa fi khitan al-Mawlud waqtun muhaddad. Also es gibt für die Beschneidung des Kindes, des Geborenen, keine genaue Zeit. Wa anna al-amr fi wasi', und die Angelegenheit ist offen. Innama amara an-nabi alayhi salatu wasallam bil khitan. Der Prophet hat nur befohlen zu beschneiden, ja? So, dann wird hier Sufyan ibn Uyayna und so weiter wird erläutert. Es gibt sehr viele gute Erfahrungen, wenn das Kind am siebten Tag beschnitten wurde. Es gibt aber auch gute Erfahrungen, wenn das Kind später beschnitten wurde. Ich habe einmal mit einem Arzt geredet, der Kinder beschnitten hat, und er meinte, es ist viel, viel einfacher, ein Kind zu beschneiden, wenn es etwas gewachsen ist. Ja? Und übrigens, ich empfehle, wir haben heutzutage die Möglichkeit, das auch mit Narkose zu machen. Ja? Also nicht, dass man, wie beispielsweise das in manchen Ländern stattfindet,
ohne Narkose beschneidet. Das ist ein Schockerlebnis. Ja, wir haben die Möglichkeit dazu. Und solche Möglichkeiten sollte man dann auch nutzen. Ja? Nicht, dass einer auf solche Ideen kommt. Man sucht sich einen guten Arzt raus. Ihr wisst, heutzutage in Google kann man nachschauen, wer lässt beschneiden. Da gibt es dann bestimmte Leute, die ihre Erfahrungen auch in der Google-Bewertung hinterlassen. Da kann man schauen, wer gute Erfahrungen gemacht hat. Man kann sich da wirklich gut informieren, weil es ist halt einfach so, wenn man einen Arzt hat, der das oft gemacht hat, kann das auch gut. Ich kenne ein Kind, das beispielsweise nochmal beschnitten werden musste, weil es so Schrott beschnitten wurde beim ersten Mal, dass es gar nicht richtig beschnitten wurde. Ja, es gibt dann zum Beispiel Leute, die beschneiden das und dann ist dann noch ein Stück Vorhaut, lassen die noch übrig. Die Vorhaut muss komplett weg sein. Ja, dann gibt es Leute, die beschneiden, dann denkst du, die haben noch die Haut bis zum Schaft abgeschnitten. Ja, wie gesagt, hier genau schauen, dass man nach einem guten Arzt schaut, der es auch vernünftig macht. Und da gibt es genügend, die das richtig machen. Darf das ein Nicht-Muslim machen? Ja, das darf auch ein Nicht-Muslim machen, wenn er Erfahrung daran hat und daran besser ist. Jazakum Allah khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.